Ich bin hier vor dem Schauspielhaus in Hannover. Hier wird heute Abend Othello gegeben. Für alle, die sich nicht mehr so hundertprozentig an ihre Schulzeit erinnern können, Othello, eine Tragödie um Macht und Eifersucht. Der schwarze General Othello heiratet die schöne Desdemona, allerdings gegen den Willen ihres Vaters. Der Gegenspieler von Othello ist Iago, der eine furchtbare Intrige spinnt. Am Ende wird's übersichtlich, da sind so gut wie alle Hauptfiguren tot. Ich treffe jetzt erstmal den Othello. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Othello wird hier in Hannover nicht etwa von einem Mann gespielt, sondern von einer Frau, Sabine Orleans. Frau Orleans, dass Männerrollen von Frauen gespielt werden am Theater, das gibt's ja öfter mal, ist nichts ganz Neues. Wie war es denn für Sie, als Sie erfahren haben, ich darf Othello spielen? Also für mich ist es auch nichts ganz Neues. Ich habe schon mal im Urfaust in Mephisto gespielt. Und also ich finde das immer sehr interessant für mich, so ein Experiment auszuprobieren. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, über das Angebot. Dann lassen wir Sie jetzt noch ein bisschen in Ruhe. Sie müssen noch ein bisschen Text memorieren. Wir wollen auch nicht stören, aber kommen nachher nochmal in die Maske. Okay. Ja? Danke Ihnen, bis gleich. So, und ich habe jetzt eine Verabredung mit der Dramaturgin, also diejenige, die sich das Ganze ausgedacht hat, nämlich Beate Heine. Es ist 2 Stunden vor der Vorstellung. Hier auf der Bühne wird noch ziemlich aufgebaut. Frau Heine, hallo. Warum spielt denn eine Frau den Othello? Ja, es geht bei Othello um Grenzüberschreitung, um Grenzverletzungen in ethnischer, kultureller, eben auch in emotionaler Art und Weise. Und wir wollten gern noch einen Schritt weiter gehen und eben auch die Geschlechtsgrenzen überschreiten mit diesem Rollenspiel. Heißt es dann auch, dass es da um Frauenliebe geht, um lesbische Liebe? Man kann es nicht wirklich verbergen, dass es sich um eine Frau handelt, der Zuschauer weiß es. Und wenn diese Frau eine Frau küsst, nämlich Desdemona, legt sich darunter automatisch eine homoerotische Schattenhandlung sozusagen. Und gleichzeitig spielt natürlich auch mit, dass eine Frau eine männliche Machtposition beansprucht. Also sehr viel Tiefe in dem Stück. Ich bin sehr gespannt drauf. Das Tolle am Theater ist ja, dass man mit den Rollen tatsächlich spielen und experimentieren kann, also auch mit den Geschlechterrollen. Frau Orleans, störe ich? Nein, gar nicht. Super. Wie war denn das bei Ihnen? Ist es denn was anderes, sich in die Rolle eines Mannes hineinzuversetzen als Schauspielerin? Also ganz anders weiß ich jetzt nicht, weil natürlich das Interessante am Othello ist ja, also für mich ist dieses Archaische der Eifersucht und des Wahnsinns der Eifersucht. Also natürlich gibt es klassische Männergeschichten. Diese ganze Militärgeschichte, die für Frauen schwerer nachvollziehbar sind, weil Männer sie lange gelebt haben und Frauen leben halt eine ganz andere, ihre Frauengeschichte so. Und haben Sie die Rolle schon ein paar Mal gespielt? Das läuft ja schon etwas länger. Ja. Sagen Sie, das Experiment ist geglückt? Das müssen Sie sagen, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Experiment, ein Stand. Und ja, das müssen die Zuschauer entscheiden. So. Okay, dann machen wir das jetzt. Ja. Wünsche ich Ihnen, sagt man noch toi toi toi, auch wenn es nicht mehr die Premiere ist? Ja, ich darf das. Okay. Viel Glück. Müsste ich jetzt sterben, wäre es ein Augenblick des höchsten Glücks. Denn mein Herz hat alles so ganz und gar, dass die unbekannte Zukunft uns kein Glück mehr wie dieses schenkt. Komm runter. Könntest du mir helfen? Ja, ist doch Luft. Vorsicht, hör von ganz. Also, ich komme. Ganz kurz. Dass Othello von einer Frau gespielt wird, irritiert das? Am Anfang war ich ein bisschen irritiert. Aber nein, ist was anderes und sehr überzeugend. Ich hatte Bedenken dagegen, als ich heute Abend gekommen bin, aber stört mich nicht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten immer wieder, auch wenn diese Liebesszenen kommen. Also da habe ich echt bei aller Glaubwürdigkeit, die dahinter steht, einfach vom Ästhetischen her Schwierigkeiten.
sehr abwechslungsreiches Stück, manchmal schrill. Und ich finde, Sabine Orléans hat das prima gemacht. Man hat ihr den Othello unheimlich abgenommen, obwohl sie dabei Frau geblieben ist. Also für mich ist das Experiment absolut gelungen.